أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس القرآن Vortrag aus den Lehren des Heiligen Koran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sehr geehrte Zuschauer. Herzlich willkommen zum heutigen Dars al-Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. Kama istakhlafa allazina min qablihim. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte, und dass er gewisslich für sie ihre Religion befestigen wird, die er für sie auserwählt hat, und dass er gewisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit verwandeln wird. Sie werden mich verehren, und sie werden mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar ist, das werden die Empörer sein. Liebe Zuhörer, dieser Vers, der soeben rezitiert wurde, beinhaltet ein Versprechen Allah Ta'alas gegenüber den Muslimen, dass er im Islam das Khalifat jenen, die glauben und gute Werke tun und einen festen Glauben besitzen, jenen Menschen wird Allah Ta'ala ein Geschenk des Khilafas geben und es wird ein Khalifat etabliert werden. Und es wird ein Khalifat etabliert werden auf der Grundlage des Prophetentums. Es gibt eine große Gruppe unter den Muslimen, die meinen, dass wir nicht einmal ein Khalifat brauchen. Und diejenigen, die verschiedene Gruppen und Strömungen gehören, sollten denen folgen und es genügt ihrer Ansicht nach. Der verheißene Messias, Salatu Islam, sagt, dass es Menschen gibt, die der Ansicht sind, dass mit Minkum nur die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad gemeint ist. Und dass damit nur das Khilafat Rashida unter den Gefährten gemeint ist und mit der Zeit der Gefährten auch dieses Khalifat geendet hat. Und dass nach ihrer Auffassung bis zum Tag des jüngsten Gerichtes kein Khalifat entstehen wird. Und sie behaupten, dass dieses Khalifat wie ein Traum nur 30 Jahre angedauert hat und der Islam für immer eine unendliche Schande hineingefallen ist. Der verheißene Messias, der Islam, sagte, ich frage, kann ein gottesfürchtiger Mensch so denken und so glauben, dass er über den Propheten Moses denkt, dass sein Khalifat 1400 Jahre lang angedauert hat, aber jener Prophet, welcher der Oberhaupt der Gesandten ist und der Beste unter den Geschöpfen ist, dessen Lehre bis zum Tag des jüngsten Gerichtes andauern wird, das Khalifat eines solchen Propheten nur beschränkt auf seine Zeit war? Des Weiteren sagte er, wenn man dies hört, erzittert ein gläubiger Mensch, aber bedauernswert ist, dass diese Menschen als Muslime gelten, die mit solcher Scharfsinnigkeit und List versuchen, den Islam zu beseitigen, indem sie sagen, diese Segnungen des Islams seien beschränkt und nicht ewig und seien längst abgeschnitten. An einer anderen Stelle sagte der verheißene Messias, Islam, wenn das Khalifat nur 30 Jahre andauern sollte, dann hätte Allah Ta'ala doch den Propheten Muhammad 30 Jahre gewährt. Dann hätte er 93 Jahre gelebt. Und warum war dann das Khalifat noch notwendig? Das wahre Khalifat, sagte der verheißene Messias, das wahre Khalifat kann weder durch weltliche Bemühen
noch durch irgendwelche List erlangt werden, noch können sich sogenannte Gelehrten sich versammeln und ein Khalifat gründen oder Khalifen ernennen. Dies wird niemals passieren, wenn das System des wahren Khalifats, welches Furcht in Frieden verwandelt, welches das Wohlgefallen Gottes findet und den Glauben befestigt, das hat mit jenem Khalifat zu tun, das Allah Ta'ala und der heilige Prophet Sallam vorausgesagt haben. Dies wird niemals passieren, denn das System des wahren Khilafat, welches Furcht in Frieden verwandelt, welches das Wohlgefallen Gottes findet und den Glauben befestigt, das hat mit jenem Khalifat zu tun, das Allah Ta'ala und der heilige Prophet Sallam vorausgesagt haben. Der verheißene Messias Sallam sagte in seinem Buch das Testament: O meine Geliebten, es ist die Praxis Gottes seit jeher, dass er zwei Manifestationen zeigt, damit zwei falsche Freuden der Feinde zunichte gemacht werden. Deshalb ist es nicht möglich, dass Allah Ta'ala seine Praxis ablegt. Deswegen sollt ihr nicht besorgt sein aufgrund der Dinge, die ich euch sage. Eure Herzen sollen nicht verzweifelt werden. Der verheißene Messias Al-Islam gibt seinen Gefährten Mut und sagt, die zweite Manifestation muss kommen. Und es ist wichtig, dass sie kommt und ihr sollt sie sehen und sie wird ewig sein. Und sie wird bis zum Tag des Jüngsten weilen. Dann sagte der verheißene Messias Al-Islam, diese zweite Manifestation wird nicht kommen, solange ich hier bin. Doch wenn ich gehe, dann wird Gott eine zweite Manifestation zeigen und diese wird immer mit euch sein, wie Gott in Brahini Ahmadiyya versprochen hat. Dieses Versprechen ist nicht auf mich bezogen, sondern auf euch. Denn Allah Ta'ala sagt, ich werde diese Jamaat, die deine Anhänger sind, bis zum Tag des jüngsten Gerichtes über andere Menschen Oberhand gewähren. Es ist wichtig, dass ich von euch gehe, denn dann wird der Tag der ewigen Versprechen kommen. Unser Gott ist der Gott, der sein Versprechen einhält. Er wird euch alles zeigen, was er versprochen hat. Wenn das die letzten Tage der Welt sind und es werden Prüfungen kommen, aber es ist wichtig, dass diese Welt so lange bleibt, bis alle Dinge in Erfüllung gegangen sind, die Gott versprochen hat und verheißen hat. Dann sagte er, des Weiteren sollt ihr Dua machen für das Qudrat-e Saniya, für die zweite Manifestation und Allmacht Gottes. Dann sagte er, es werden also Prüfungen kommen, aber der letzte Sieg gehört der Jamaat-e Ahmadiyya. Und er sagte, durch dieses System wird der Islam in der ganzen Welt etabliert werden. Möge Allah Ta'ala die Möglichkeit gewähren, dass man seinen Glauben stärkt und gute Werke verrichtet, und dass jeder Ahmadi seine Gebete ausweitet und verbessert, damit wir immer zum jenen Erfolg teilhaben können. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Afsala salawatika wa barik wa sallim. Innaka hamidun majid. Darsul Quran. Vortrag aus den Lehren des Heiligen Koran.